Gut, ab jetzt kommen dann wenigstens die Sachen, die ich nicht aus der Beta kenne. Das ist ja schon mal was. Aber also, Dory gewinnt jetzt natürlich keinen Oscar, ne? Da muss man mal ganz klar. Ist jetzt bisher nicht schlecht, aber auch nichts, wo ich jetzt sage, wow, da fliegt mir direkt die Unterhose um die Ohren. Fox, Matt sagt, sie wollen mir was zeigen. Chase! Oh, Fox, es tut so gut, dich zu sehen. So gut. Danke, dass Sie ihm vertraut haben. Er ist hier, aber ich muss mir noch ein Bild von ihm machen. Schulz sagte, Sie hätten was? Das ist richtig. Einer der Angestellten der Firma hat mir diese Aufnahmen seiner Smart Glasses geschickt. Das hätte nicht so laufen müssen. Ich habe genau den richtigen für hier runter. Immer schön, wenn sich das mittlere Management selbst die Hände schmutzig macht. Oder? Rein in den Truck. Bewegung! Und hört auf mit dem Gejammer! Ich will nicht, dass meine Gäste heulen wie eine Jungfrau beim Abschlussball. Los jetzt! Glotz mich nicht so an, du Hurensohn! Ich bin ein einfacher Mann. Sie versprachen zu kooperieren. Und wie Sie nun sehen, kann ich gebrochene Versprechen nicht ertragen. Mein Gott, das ist Trey Stone. Er ist CEO von Sentinel, der privaten Sicherheitsfirma. Sie haben ihn eingestellt? Nicht dafür. Miles, mein Regierungskontakt, er hat ihn vorgeschlagen. Peter Miles. Das ist der CIA-Mann hinter der Operation Greenstone. Er schickte uns her. Wollte das Arschloch etwa, dass wir versagen? Ich hasse solche Manager. Du warst immer anders, Jace. Wie tief steckt Miles drin? Es gab einen Bombenanschlag auf ein Labor beim Maunganui. Der Anschlag brachte mich dazu, tödliche Drohnen herzustellen. Miles übernahm die Finanzierung und wir schufen das Omega Security Programm. Und dann kam Walker als militärischer Berater zu uns. Und als sie es beenden wollten, haben die übernommen. Wir müssen alle Zivilisten von der Insel schaffen. Und ich brauche hier Verstärkung. Ich habe eine Idee, um das möglich zu machen. Ja! So kenne ich dich. Ich fand eine Schwachstelle im Steuerprogramm der Drohnen. Ich arbeite an einem Exploit, einem Virus. Er könnte die Kontrolle über einen Drohnensektor übernehmen. Dann könnte ein Schiff die Insel verlassen. Ja, aber ich brauche Hilfe. Wenn das meinen Truppen erlaubt zu landen, helfe ich gern. Danke, Nomad. Wirklich. Ich richte mir einen Arbeitsplatz ein. Besuchen Sie mich und ich sage Ihnen, was ich brauche. Das fühlt sich toll an. Wie früher, als ich noch nicht dieser Schlappschwanz war. Wissen Sie, was ich meine? Mein Magen war übersäuert und ich wollte den ganzen Tag nur Fischtacos essen. Aber jetzt, ich meine, jetzt fühle ich mich klasse. Wir treten in ein paar Ärsche. Das ist super. Alter, wie er ihn anguckt. Ja, ich habe auch genauso geguckt, glaube ich, gerade. Richtig gut. So, wo ist denn Skell hin? Da hinten. Weißt du, warum ich diesen Community-Hub-Scheiß hier, ne, diese Base mit den ganzen Playern drin, ätzend finde? Mhm. Weil ich genau weiß, warum sie da ist. Also meine Vermutung jetzt, ne? Meine Vermutung, warum sie überhaupt da ist, damit jeder sie sieht. Mit was die Leute rumlaufen, mit was für komischen Cosmetics sie sich im Shop gekauft haben. Das ist der einzige Grund, warum es drin ist. Es ergibt lore-technisch keinen Sinn, story-technisch keinen Sinn, dass das so überfüllt ist hier.
Angeblich sind wir die letzten Elite-Einheiten auf der ganzen Insel. Und hier rennen 1000 Full-Gear-Boots in dieser Base rum, damit man sieht, was für coole Shirts und Hosen sie sich gekauft haben. Also sorry, aber das für stimmt. Was anderes ist es nicht da. Das ist doch schäbig, Alter. So, nächste? Jo. Okay, Sie Superhirn. Erzählen Sie mir von Ihrem Plan. Ich kann eine Schwachstelle im Steuerprogramm der Drohnen ausnutzen, um die zu übernehmen, die einen Sektor der Insel überwachen. Aber dafür brauche ich meine Chefingenieurin. Wir müssen sicherstellen, dass die Hintertür in der Programmierung offen bleibt. Und wir brauchen eine fortschrittliche KI. Daran arbeiten wir gerade. Achso, das war's schon. Cool. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Beziehungsweise jetzt nochmal mit ihm reden. Beste Cutscene, die war richtig nötig. Ach, guck mal. Über KI sprechen, mit Skell über Paula Madeira sprechen. Nö, jetzt, wir haben den Haupteinsatz schon. Echt, haben wir? Ja. Na, jetzt. Da, ein Haupteinsatz. Achso, wir haben drei verschiedene, ja, genau. Vier Haupteinsätze. Du kannst halt mit ihm reden jetzt darüber. Ja, also Walker, diese Tante, Christina Cromwell. Wir müssen jetzt einfach nur eine erstmal aussuchen. Machen wir mal hier die Paula, oder? Die Paula? Okay, jo. Wir machen die Paula. Anheften. Erzählen Sie mir von der Ingenieurin, die Sie brauchen. Paula Madeira, eine Drohnenexpertin. Ohne sie kann ich das Programm nicht schreiben. Sie ist noch auf der Insel, aber sie hat Skelltech verlassen, gleich nachdem Sentinel hier eintraf. Sind Sie hinter ihr her? Ich habe keine Ahnung. Ich kann Ihnen nur sagen, wo sie früher gelebt hat. Ist ein Anfang. Die sind so verdammt lang. Moment mal eben nochmal kurz. Ich habe da was nicht gesehen. Guck mal, unser Schrotthelikopter steht da immer noch. So. Geht nicht mal das Scheißding. Doch, musst du noch eine Weile drauf schießen. Oh, egal. So, Steuerung, Shift, weniger Schub. Umsehen. Ach so, okay. Ja, ich verstehe. Na gut, da war's. Das ist ein ganz schönes Stück diesmal, 12 Kilometer. Ah. Jupp. Der Marker. Der Marker ist in der Luft. Ist trotzdem voll die Mauer. Was mich nervt ist, dass man einfach auch keinen Kompass hat hier. Wäre viel geiler, wenn man so einen Kompass hätte einfach. Ah, jetzt ist es auf den Boden gerutscht. Ich würde sagen, wir gehen hier durch das Feld einfach durch, oder? Irgendwie 800 Meter oder so kann man ja mit Sicherheit laufen. Oder was sagst du? No. Oh oh, was? Von wo? Oder auch nicht. Haben sie uns nicht entdeckt, ne? Nö. Mir wurde nicht mal angezeigt, von wo. Beste taktische Landung auf jeden Fall. Durch die Büsche ist jetzt die Scheibe kaputt gegangen. Ja, das ist halt ein taktischer Turbo-Helikopter. Achso, warte mal, ich hatte doch einen Sniper gefunden. Ich muss mal kurz ausrüsten. Und ich habe auch schon wieder irgendwelche Fähigkeitspunkte, jo. Was siehst du? Wie viel habe ich denn? Zwei. Tarnschussdrohne. Ach, das ist das Ding, okay. Ach ja, stimmt. Man musste ja auch irgendwie noch die Slots freischalten für die. Stimmt, man konnte sich doch so Vorteile ausrüsten hier. Wo ist das denn noch? Oh, habe ich gemacht. Da. Das ist auch bei. Hier, zack. Automatische Markierung. Alle Gegner in Reichweite markieren. Eigentlich voll sinnlos, oder? Irgendwas ist hier bei uns. Drohne. Nee, Flugzeug. Wow. Das war eine Amazon-Drohne, was? Alter, wie schnell fliegen die Dinger denn? Jetzt kommen überall Feinde. Alter, ich sehe den nicht mal, aber er sieht mich, oder was? Hier sind Drohnen. Irgendwelche komischen Scheißdrohnen. Oh, die schießen auch noch. Keine Chance, Digga. Erstmal ist dieses Maus-Aim eine pure Katastrophe. Vor allem haben die mich durchs Feld gesehen, aber ich sehe nicht. Nö, nee, bei mir flogen sie direkt vor mir, aber es tut mir leid, aber ich bin halt solides Mausplay gewöhnt und nicht diesen Cancer. Respekt an alle, die so spielen können,
Ich bin da einfach verwöhnt. Bin von vernünftiger Maussteuerung verwöhnt, so wie sie gehört. Nee, das Spiel ist offiziell schon released, das ist nicht mehr Beta. Immer schöne Blümchen. So, dann lass zur Mission gehen. Grüße an Chris, ich mag das Ancestors Let's Play. Danke. Von Collateral. Ja, die Ancestor-Dinger, da gucke ich auch immer rein bei dir. Das ist halt... Ich würde selber auch gerne mehr zocken, aber ich komme einfach nicht dazu. Großartiges Game. Ey, Division 2 hatte ich auch kaum was zu meckern. So, das ist halt, ob es einem gefällt oder nicht mit den Bullets. Und das, aber Division 2 habe ich lieber gespielt als das hier. Ich zum Beispiel gar nicht. Es ist halt Geschmackssache, ne? Aber ich finde nicht, dass es Geschmackssache ist, ob ein Spiel vernünftig funktioniert oder nicht. Das ist eben das Ding. So, da gibt's nur das Ding, aha. Wie sieht's aus? Geil, dass du... Ja, warte mal. Ich kann doch mal kurz Waffen checken. Ja, hier viele neue gekriegt, aber die würde ich gern behalten und dann dafür die Sniper ändern. Zack. Weste brauchen wir nicht. Pistol. Es ist, Digga, ohne Scheiß. Es ist einfach so dermaßen verzögert. Das ist so, wenn du so langsam zielst und machst eigentlich völlig egal. Also was heißt völlig egal, aber nicht so wild. Aber so wie eben, wenn du versuchst eine Drohne zu verfolgen, die da wegfliegt. Alter, ich finde das ist katastrophal schwierig zu zielen. Eine Skorpion. Lebt hier für Geräusch rum? Drohne oder was? Nee, irgendwo ist ein Sniper. Verstärkung angefordert, da kommt Freude auf. Ja. Irgendwo ist hier so eine Kackdrohne wieder. Ja. Police. Wo auch immer. Wo auch immer. So, haben wir da? Verstärkung rückt an. Ist was? Verstärkung rückt an. Du bist da oben. So, einer pöbelt hier unten rum. Da ist die nächste Drohne. Eine Drohne down. Da ist noch ein Gegner. Du bist tot, hörst du? Ich denke, jetzt treffe. Jetzt habe ich... Oh, da kommt ein Jeep. Bin tot. Du bist tot? Ah, nee, die sind tot. Okay. Aber irgendwer brüllt hier noch rum. Hab ihn. Oh, oh. Noch mehr? Wo? Warum habe ich keinen Kompass für Calls, Alter? Ey, du warst das jetzt? Sind wir jetzt hier eigentlich richtig? Nee, wir müssen... Hier hinter uns. Die Straße hoch, ne? Ja. Das sieht nicht aus, als ob man da runterhüpfen sollte. Aber ging. Ja, das mach ich tot, Alter, ich schwör's. Ich weiß es einfach. Ich weiß es ganz genau. Ach, da hinten. Gut, das Zielkreuz ist richtig geil. Richtig geil. Ja, war einer von euch. So. Da kann man mal zielen. Kleiner roter Punkt, Alter. Und vernünftiges Crosshair. Nicht diese mega fette Scheiße da auf dem anderen. Sind, glaube ich, immer noch Gegner da. Also irgendwas meckert da noch. Sushi, bis später. Sind noch irgendwo welche? Ist irgendwie keinen mehr. Da ist noch eine Drohne. Down. Down, down, down. What the fuck? Civilist. Hier ist eine Kiste drin. Weil wir Bock auf Loot haben. Ja. Bitte neues Cap. Liebe ist das ja. Weißt du was, Alter? Lass mal kurz... Pass mal wieder auf, dass der uns nicht in den Rücken fällt. Ich will mal einmal gucken, ob man das ausschalten kann, dass der automatisch die Schulter wechselt.
die Mucke. Was hat der denn hier? Ein Rucksack. Was wird das sein, ne? Kameraseite zurücksetzen. Ja, okay. Das kann man zumindest abschalten. Also man muss wirklich das Game sich erstmal vernünftig zurecht konfigurieren. Also ich zumindest. Rauszukriegen, Alter, ob es wirklich nur an diesen Input liegt. Ja, was ist bitte dem Scope, Alter? Hä, wieso ist denn... Was, du hast das jetzt gefunden, dass er nicht mehr automatisch wechselt, oder was? Die Kamera, ja. Wo war das? Direkt bei Spieleinstellung. Nee, doch, ja. Du Escape drückst und Einstellung. Ja. Spiel? Ist da Zielmodus umschalten? Nee, warte mal. Kameraseite zurücksetzen. Da musst du den Haken reinmachen. Dann macht er immer wieder dahin, wo sie vorher war. Wenn du aus der Deckung rauskommst. Okay. Das scheint noch nicht das Haus gewesen zu sein. Nee. Oder man muss hoch. Ich geh mal hoch. Ja, doch, hier, ich hab's. Ja, hier. Ich hacke. Nee, man kann nicht nur Ego-Sicht gehen. Also theoretisch, ja, du musst halt die ganze Zeit aimen, aber es ist halt ein Third-Person-Spiel in erster Linie. Machst du da? Wahrscheinlich so, war hier bei der Letzte, der Madeira gesehen hat. Folgen wir den Brotkrumen. Brotkrum folgen da, ja. 90 Meter. 90 Meter Brotkrum. Bist du einfach runtergesprungen? No. Kampfrolle. Kampfkoloss. So, das hieß doch vorhin. Das war ein Zivilist, Digga. Ja, ja. Guck mal. Ja, aber warum? Ah, jetzt kann ich ihn heilen. Ich wollte mal gucken, ob man den verhören kann. Vorhin hieß es, man soll die ins Bein schießen, dann kann man die verhören. Wir haben doch keine Zivilisten. Ich habe ihn geheilt, alles gut. Ja. Entschuldigung, wir sind Amerikaner. Erst schießen, dann fragen. So, Alter. Hier, ihn kannst du hören. Hallo. Ich suche Ihre Nachbarin, Paula Madeira. Oh, ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Eines Tages ging sie fort. Ich habe gehört, Sentinel hätte jemand Neues, der ihre Arbeit ohne sie fortsetzt. Und wo könnte sie sein? Sie hat öfter diesen Daigoro in Oroas Parlament getroffen. Es klang, als wäre er einer dieser Demonstranten. Danke. Aha. Ah ja. So, jetzt müssen wir wieder uns das Bild angucken. Mission und dann irgendwo da unten, da. Pamela Anderson, da, zack. Nachschlagen. Foto des Parlaments. Ha, nicht stören. So, ein Punkt haben wir wieder. Gleich, was nehme ich denn noch? Zentrum Liberty. Das habe ich eh nicht gerafft. Was levelst du noch so? Was meinst du? Was, Fertigkeiten oder was? Ja. Also als nächstes schalte ich mir erstmal die beiden weiteren Vorteilsplätze frei, beziehungsweise einen Vorteilsplatz und dann Vorteile rausleveln. Dazu braucht man aber 2 Punkte. Den habe ich schon. Ja, dann hast du dann überhaupt schon 2 Vorteile ausgerüstet? Jo. Ja, ansonsten, ich habe mir Nacht- und Infrarotsicht geholt. Also die Infrarotsicht ist tatsächlich nicht schlecht, das ist das Wärmebild. Nachtsicht finde ich jetzt nicht so geil. Weiß halt nicht. Ob es irgendwo was gibt, wo man dann doch so eine Markierung raushauen kann. Region Liberty, das ist da unten. Ist inmitten einer großen Stadt.
Ja, toll. Ja, das ist ja jetzt nicht so schwer. Vorteil. Also das mit den Vorteilen finde ich auch irgendwie dumm. Ich hätte es lieber gehabt, dass man sich so ein paar Passive reinspecken kann und fertig. So, jetzt musst du da andauernd irgendwie diese Vorteile ausrüsten und wechseln. Man wird so oft aus dem Game rausgeholt und macht eigentlich nicht, man zockt eigentlich nicht, sondern man ist im Menü und bastelt an seinem Charakter rum. Gibt Spiele, da ist das cool. Aber hier finde ich es irgendwie nicht so cool. Du hast gefunden, wo wir hin müssen? Jo. 5 Kilometer. Ja. Was ist denn unser Heli stand oben auf dem Hügel, ne? Hier liegt da noch geiles Zeug. Den Dudes, die wir erschossen haben. Nee, der Heli ist ja weg. Weil wir ja respawned sind. Ach so, okay. Na dann fahren wir halt mit der Karre hier. Boah, die ist auf jeden Fall getuned. Trotzdem einmal gucken, ob unser Heli wirklich weg ist. Achso, man kann natürlich nicht durch die Mauer durch, ist klar. Aber lecker Traum. Ach stimmt, die haben den Heli bestimmt zerschossen. Hier oben sind wir im Feld gelandet, ne? Ja. 40 Frames, sorry, aber das ist eine Frechheit, wie das Game läuft, Alter. Da ist sogar eine Drohne, guck mal. Was? Siehst du die grüne? Jetzt ist sie weg. What? Wieder irgend so ein Kometen oder sowas. Ist ja auch ein Kometen. Achso, da hinten. Alter, ja stimmt. Oder ist das eine Flare Gun oder was? Das ist auch gut. Flare Gun, du lotst mich mal ein bisschen, ja? Oder willst du lieber fahren? Warte. Ich guck auf die Karte. Da kommt jetzt ein Fahrzeug, wenn du weiterfährst. Ein gegnerisches. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wollten wir hin? Da. Achso, das fährt aber gerade weg. Ja, eigentlich jetzt nach links und dann immer der Hauptstraße. Scheißegal, ob man entdeckt wird hier, ne? Ist auch echt, also fahren macht schon Spaß auf jeden Fall. Fährt sehr responsive und gut, also fast genauso gut wie die Maus schon. Selbst das Lenken ist verzögert, Alter. Wir können so ein E-Auto fahren hier. geht ja leider nicht. Oder kommen sie. Kann man eigentlich Dings den Platz wechseln? Dass das Auto so rumbackt, ist aber auch wieder. Ich find's geil, wie die einfach hinschmeißen. Sieht aus, als ob sie umfallen. Einfach weiter der Hauptstraße folgen, ne? Ja. Das ist der Typ, der hinten noch rausbaumelt da. Links oder rechts? Da wo du jetzt fährst. Links oder rechts? Da. Da wo du jetzt fährst. Oh, man kann driften. Ja, aber das funktioniert irgendwie nicht. Ja, funktioniert. Naja. Sieht nur total Banane aus. Und hier jetzt links. Und der ist halt echt unfertig. Hier die Straße links abbiegen. Wie weit haben wir es noch? Können wir reinlaufen lieber? Ja, können wir auch machen. Vielleicht besser, ne? Vor allem der Typ ist die ganze Zeit mitgefahren.